Hi, ich bin's, euer Tim, und ich bin jetzt gerade auf der IFA am Stand von Unique und halte hier die neue Breeze Safety Drohne von Unique in der Hand. Neben mir ist Markus. Markus, erzähl mal, was kann die überhaupt? Ja, das ist unser neuestes Baby und der Breeze kann alles ermöglichen, was sonst mit einem Multicopter einfach aufwendiger ist. Er ist sehr stabil in der Luft, er hat GPS, er hat einen optischen IPS-Sensor für Indoor-Fliegen und damit bleibt er immer stabil, kann Selfies aufnehmen. Ich kann ihn ganz einfach nutzen, er ist klein, kompakt, ich kann die Propeller klappen. Und damit passt er in jeden Rucksack und er ist einfach ein Teil von meinem Leben in dem Moment. Ich nehme ihn überall mit hin, um Selfies aufzunehmen, um im Urlaub Urlaubsaufnahmen zu machen und dafür ist er kreiert worden. Ja. Wie sieht es hier aus mit der Kameraqualität? Welche Auflösung hat der? 4K bei der Videoauflösung und 13 Megapixel in der Bildqualität und ich denke, das reicht für fast alles aus und die 4K-Qualität ist wirklich spitze, sowie auch die Besucher, das auf der IFA bei uns feststellen können, den Videos, allem, was wir hier zeigen, das kommt vom Breeze. Der hat ja jetzt keinen Gimbal verbaut. Wie sieht es da aus, wenn ich fliege? Wie stabil sind die Aufnahmen? Ja, die sind trotzdem sehr stabil. Wir verwenden eine elektronische Bildstabilisierung und das ist natürlich in der Größe das, wie man das machen muss, denn ein Gimbal ist deutlich größer, schwerer, aber er bleibt auch sehr stabil in der Luft stehen. Also das wird sehr interessant, wenn die Ersten das bei sich ausprobieren, die werden erstaunt sein, wie stabil der auch bei Wind draußen in der Luft steht und wie exakt gerade und nicht verwackelt die Videos dann ausgeworfen werden. Wie sieht es hier aus mit der Flugzeit? Was für einen Akku hat der? Ja, die Flugzeit ist natürlich nicht ganz so lang, liegt ungefähr bei 12 Minuten. Ja, also wir sind bei 1150 mA, aber auch schnell geladen dadurch und dann geht es gleich weiter. Ersatzakkus sind auch verfügbar sofort und daher steht dem nichts im Wege. Und die sind auch relativ klein, also wir können das auch zeigen. Ich muss mal raus. Ne? Ja, der ist kompakt, den kann man schnell in eine Hosentasche packen. Passen überall hin, auch ein paar in den Rucksack mit rein, kein Thema. Dann eigentlich noch meine letzte Frage, wie sieht es hier aus mit den Flugmodis? Du nennst es Selfie-Drohne, was ist da verfügbar an Flugmodis? Wie wird es gesteuert? Ja, da würde ich dir, Tim, das vielleicht gleich auf dem Tablet zeigen. Dafür haben wir eine App und natürlich ist der Pilot-Modus immer möglich. So, und jetzt schauen wir hier einmal rein. Und hier kannst du sehen, wir haben den Selfie-Modus, Orbit, wo er um dich herum fliegt, in dem Moment einen Kreis dreht. Das kann er auch über einen Point of Interest tun, wo ich das möchte. Journey in und out ist immer sehr schön. Das heißt, er fliegt von dir weg. Du bist an einem schönen Ort im Urlaub und er fliegt eben 20, 30 Meter raus und kommt wieder zurück. Und Follow Me, das ist natürlich eines der beliebtesten Features. Und dann muss man natürlich nicht so ein großes Tablet haben, sondern ich nutze das Smartphone, habe ich bei mir und kann das überall mitnehmen und mich verfolgen lassen. Ja, super. Ich denke, die Breeze wird auf jeden Fall ein Erfolg. Vielen Dank dir fürs Interview. Sehr gerne. Bitte, bitte.